Servus zusammen und willkommen zurück hier auf Neubartelshagen im Landwirtschaftssimulator 22. Freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und ihr seht, hier steht unser Fuhrpark, denn wir sind mittlerweile fertig mit der Ernte hier auf dem Feld Nummer 6. Jetzt gilt es noch, das Material abzuliefern und das möchte ich mit euch heute zusammen machen. Dazu steigen wir jetzt um in den Valtra und werden den jetzt erstmal abtanken. Der JCB hier drüben, der ist voll. Und dann schicken wir den Kollegen hier zusammen mit einem Helfer zur Ölmühle. Und dann werden wir mit dem JCB das Ganze hier verfolgen. So, erstmal den Kollegen hier den Case abtanken. Unsere Gerätschaften haben wir auch mittlerweile aufgeräumt. Das heißt, den John Deere und unseren kleinen Abfahrer sind schon wieder zurück auf dem Hof und sind entsprechend gereinigt und warten dann wieder auf ihren Einsatz. So, wenn der voll ist bzw. leer, dann werden wir ihn ausschalten. Sehr schön. Nee, nicht Blinker. Rest klappt mir auch noch ein. Und dann werden wir, wie es sich gehört, den Motor ausschalten. So, jetzt schauen wir mal. Wir bringen den mal in die Startposition. Und dann werden wir hier den Helfer starten. Bingo, schauen wir mal, ob wir noch haben. Liefern, Ölmühle. Okay, das passt. Ab die Post. Wir steigen um in den JCB und werden das Ganze verfolgen von hinten. So, los geht's. Und dann werden wir jetzt hier ganz, ganz groß Kohle machen, denn wir hatten ja zwei Ernteaufträge, die wir noch, die wir abschließen werden. Nämlich Feld Nummer 2 und Feld Nummer 6. Und das sollte eigentlich so in der Summe 120.000, 130.000 bringen. So, zu Beginn der Folge war ich jetzt ein bisschen, ja, habe ich mich erschrocken, denn als ich nämlich den Spielstand wieder geladen habe, war plötzlich hier der JCB und der Case weg und in beiden war ja das Material, der Raps und der Stand für Feld Nummer 6 war dann bei 98% und dann hätten wir es gar nicht zu Ende spielen können, beziehungsweise zu Ende den Auftrag abschließen können. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen erschrocken, habe jetzt 4 oder 5 Mal hintereinander den Spielstand nochmal neu geladen und jetzt zum Glück sind die Gerätschaften noch da. Jetzt hoffe ich, dass wir sie auch noch bis ins Ziel bringen, um den verdienten Lohn für die Stunden, die wir hier verbracht haben auf den Feldern, die abzuernten, um den verdienten Lohn auch noch einzusammeln. So, bisher macht es der Helfer ganz, ganz gut. Ja. Und er ist auch ganz schön zügig unterwegs. Wir kommen mit dem JCB fast nicht hinterher, aber wir haben ja auch wesentlich mehr Material im Hänger. So, jetzt hier rechts rum. Sehr gut. Ja, und wenn wir das Material hier abgeliefert haben und wir die entsprechenden Aufträge abgeschlossen haben, dann werden wir uns mal ein bisschen um unseren Fuhrpark kümmern. Soll also heißen, dann werden wir ein kleines bisschen ausmisten und hier Kasse machen mit unseren Gerätschaften und schauen, was der Gebrauchthändler uns dann alles anbieten kann. So, hier die neue Fahrspur. Bis jetzt sieht es sehr, sehr gut aus. So, das hat jetzt schon was hier, wenn man im Tandem unterwegs ist. So, jetzt wird er abladen und müsste dann eigentlich die 100% erreichen. Und dann müsste das, was bei uns hier im Hänger ist, eigentlich unser Bonus sein. Oh,
90% nur. Okay. Ja, dann hat sich das hier anscheinend auf, ja, okay, 99%. Dann werden wir das jetzt hier noch abkippen. Und dann sollten wir eigentlich mit dem Auftrag fertig werden. So, er fährt wieder zurück zum Feld. Lohndienstleistung Feld 6 ist abgeschlossen. Und da oben geht der Zähler und das gefällt mir ja, das gefällt mir sehr, sehr schön. So, 523, also 20.578. Dann fahren wir nochmal zurück. Und folgen hier dem Kollegen und schauen mal, wie er auch auf dem Rückweg sich schlägt und auch immer schön ordentlich in der Spur bleibt. So, also bis jetzt muss man sagen, hat das ganz gut geklappt mit dem Update und die Fahrspuren bzw. die Wegfindung hat sich verbessert, aber es gibt einen einzigen Punkt und zwar, wenn man aus dem Restaurant rausfährt, da scheint er immer noch ein bisschen zu spät einzuschlagen. Was heißt scheint? Er fährt definitiv gegen das geparkte Auto, das zeige ich euch mal. Und das hatten wir auch schon vorher, also da ist, hat das Update wohl noch nicht gegriffen, da müsste noch nachgearbeitet werden. Schönen Gruß an den Modder. Wäre toll, wenn er das hier sieht. Wie gesagt, wenn man aus dem Restaurant rausfährt, dann schlägt der Trecker einfach ein bisschen zu spät ein und fährt gegen das gegenüberstehende geparkte Fahrzeug. So. Na, nicht so zaghaft hier um die Kurve. Also hier steht er, der blaue hier, der macht mir ein bisschen Sorgen, beziehungsweise der ist der Grund, dass wir also hier immer ein Problem haben, wenn wir hier aus dem Restaurant herausfahren, dann fährt er hier einfach zu weit und hier gegen den Kollegen, der aus Elm Creek stammt. Also, unfassbar. Naja, gut, das dazu, also hier ist eben die Wegfindung noch nicht ganz perfekt. Aber okay, wenn wir es wissen, können wir ja darauf reagieren. So, rechts rum und zurück aufs Feld. Der Kollege ist auch da. Sehr schön. Dann können wir jetzt die Aufträge abschließen. Dazu gehen wir mal rein. Und Erntefeld 2, Erntefeld 6 abschließen. 38.000, 53.000. So, jetzt haben wir hier noch Verträge übrig. Da war auch noch ein, hier der Dünger, nee, da war noch ein für Feld Nummer 3 ein Düngerauftrag, aber der ist leider auch verschwunden und auch der Pflugauftrag ist verschwunden. Feld Nummer 12, schauen wir uns mal kurz an. Feld Nummer 12 müsste da oben sein. Naja, schauen wir mal. Okay. So, 615.000 haben wir jetzt auf dem Konto und das heißt, ja, uns fehlt noch knappe 900.000. Okay, Freunde, wir schauen uns jetzt mal ganz kurz an, was wir noch gebrauchen können, beziehungsweise wir nicht gebrauchen können. Also hier mit dieser Sämaschine, ich denke, da werden wir nicht allzu weit kommen. So, was haben wir denn hier noch? Hier drin haben wir den Gruber. Da bin ich mal am Überlegen. Beziehungsweise Grupper oder ist es eine Scheibenecke? Naja, so, was haben wir hier drin? Hier haben wir nichts. Es steht hier drin noch was. Hier steht auch nichts mehr drin. Das ist der Tiefenlockerer. Mit dem können wir arbeiten. Beim Drescher bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir den noch behalten sollen oder nicht. Müssen wir mal sehen, was nächsten Monat gibt. Hier haben wir den Grupper. Hier haben wir den Grupper. Der bringt uns natürlich bei der Breite auch nicht viel. Da drüben. Der Pflug bringt uns auch nicht viel. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, weil den Trecker würde ich gerne behalten. Aber er hier kommt definitiv weg. So, und da schnappen wir uns. Da schnappen wir uns zunächst erstmal den Gruber.
Denn, wie gesagt, wir haben ja im Gebrauchtwagenmarkt einen schönen Fendt. Meinen großen. Und den würde ich mir gerne gönnen. So, mittlerweile haben wir ja hier auch die Möglichkeit, jetzt zu vernünftigen Preisen auch zu verkaufen. So, ausmachen. Dann schauen wir mal, was wir hier bekommen. 9700. Verkaufen. So, das Gewicht. Was bekommen wir für den Drescher? Für den Traktor. 94. Sehr schön. So, und dann gucken wir nämlich mal kurz in den Gebrauchtwagenmarkt. Da ist der Fendt. Also den würde ich mir ungerne entgehen lassen, weil mit dem können wir natürlich dann schon das große Feld dann auch bearbeiten. So. Und da würde ich jetzt auch einfach mal sagen, mal gucken. Motorausführung. 60 km/h. Nehmen wir die 396 mit 60 km/h. Das sollte eigentlich passen. Die Power Settings. Boah. Die Power Settings. So. Boah. Kostet auch erstmal nur Geld. Bringt aber keine PS oder irgendwas. Naja, also hier tut sich einiges. Display, Rundumkennleuchten und wie auch immer. Also in dem würde ich sagen, da machen wir gar nicht viel rum. So, das sind dann 160. So. Ja, okay. Nee, also so lassen wir das. Das passt dann. Den werden wir uns kaufen. Und dann haben wir nämlich auch einen ordentlichen Trecker. Hier auf dem Hof mit entsprechender PS-Zahl. So, der kommt auch weg. Mal kurz gucken, ob in der Sämaschine noch was drin ist. Nein, die ist leer. So. Na, schon wieder vergessen, den Motor auszumachen. So, was bekommen wir hier fürs Gewicht? Für den Traktor 85.000 und für die Sämaschine knappe 30. Dann sind wir jetzt bei 674. Okay, was haben wir denn noch im Bestand? Schauen wir mal ganz kurz rein. So, also wir haben jetzt den Kompaktor, ach, den Steyr, natürlich den Steyr und natürlich hier den Kollegen Pickup. Mit dem Hänger bin ich auch nicht ganz so glücklich. Ja, der Düngestreuer und die Tier, das andere passt soweit. Dann würde ich nämlich jetzt mir den Steyr schnappen. Augenblick. Der müsste eigentlich, ja, genau. Hier drin stehen. Okay. Wo kommen wir raus? Augenblick. Hier ist kein Tor. Hier ist auch kein Tor. Also nehmen wir das. Kommen wir so raus? Ja, kommen wir. So. Und da schnappen wir uns dann den Anhänger mit dem. Und dann bringen wir den auch zur Verkaufsstation. So, das Tor ist zu. Ja, wie gesagt, wenn wir hier ein bisschen aufräumen rechtzeitig, dann haben wir auch keine Wartungskosten und kriegen auch ein bisschen dann Cash hier aufs Konto, denn wir haben ja auch noch einen Kredit von 200.000, den würde ich nämlich auch erstmal zurückzahlen, denn der kostet uns ja erstmal nur Zinsen und die können wir natürlich auch vermeiden. So, den stellen wir jetzt einfach erstmal hierher. Weil der Trecker ist, der Anhänger ist natürlich auch viel, viel zu klein, als dass wir damit vernünftig arbeiten können. So. Da werden wir definitiv auch was Größeres brauchen. Ups. Ach, die Breitreifen. Okay.
Die Doppelbereifung. So rum ist korrekt. Und wieder vergessen. So, das zieht sich jetzt so ein bisschen als Running Gag durch. So, also hier gibt es nochmal 10.000 und für den Steier doch ordentliche 81.000. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Gut, so, dann schauen wir mal ganz kurz aufs Konto. Wie gesagt, hier, da haben wir einen Kredit noch von 200.000 und den zahlen wir jetzt erstmal zurück, damit wir keine Zinsen haben. Okay. Sehr schön. Okay, also das heißt jetzt Cash auf dem Konto 566.000 und da fehlt uns jetzt noch eine knappe Million. Da müssen wir mal schauen, wie wir die zusammenkriegen bis zum Oktober. Und dann werden wir hoffentlich hier dieses Feld kaufen können, abernten und damit auch nochmal ein bisschen Cash machen. Also wenn wir dann nochmal die volle Kreditleistung ausschöpfen, was glaube ich 500.000 sind, dann fehlen uns also jetzt noch 400.000 und da müssen wir gerade mal reinschauen, während ich hier den Fendt uns schnappe, da brauchen wir noch ein Gewicht, aber ich würde gerne mal kurz reinschauen, weil nächsten Monat Kartoffeln, Hirse, Trauben ist völlig uninteressant. Sieht also nicht so aus, als hätten wir nächsten Monat noch eine große Ernte, die uns Geld reinbringt. Außer natürlich die Kartoffeln. Da müssen wir mal schauen. Gibt es denn ein Feld mit Kartoffeln? Mit Pommes de terre. So. Ach du Schande. Drei Stück. Drei Stück, ne? Die 1, die 10 und die 9. Oh, das ist dann ein abendfüllendes Programm, wenn wir hier die Felder abernten wollen. Aber da müsste dann auch ganz schön was bei rumkommen. Ja, müssen wir mal gucken, was wir hier angeboten bekommen. Okay, das wäre also die eine Option. Die andere Option, die wir noch haben, und jetzt muss ich mal gucken. Nee, die eine oder die andere Option ist ja, dass wir uns mal umgucken nach den berühmten, wie heißt das immer so schön? Die berühmten, Augenblick, hier haben wir es, Sammelobjekte, 20 Stück davon sind hier auf der Map verteilt. Einige weiß ich, wo sie sind, bei nicht allen kann ich es definitiv sagen, aber da werden wir uns dann jetzt mal gleich auf den Weg machen. So, während wir aber hier noch ein Gewicht für den Fendt kaufen. Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben Original-Fendt-Gewichte. Dumm-di-dumm-di-dumm. Klaas, John Deere, Argo, Fendt. Fendt 3,3. Gekauft. Das sollte definitiv. So. Okay. Ups, ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Mittlerweile hat es ja da hinten einen Zaun. So, da ist ja das Gelände jetzt eindeutig abgesperrt. Oh, da geht aber ganz schön runter. Hm? Schauen wir nochmal. Ja, ja. Sehr schön. Okay. So, dann nehmen wir den Kollegen auch erstmal mit. Wunderbar. Und werden den erstmal drüben einparken. Ja, stellen wir den hier dazu. Na, jetzt ist schon so breit und trotzdem kommt man nicht rein. So, fast. Und Stückel geht. Sehr schön. Gut. Okay, Freunde. Dann haben wir für diese Folge auch schon fast unsere Arbeit erledigt. Also, wir haben definitiv hier ein bisschen aufgeräumt. Wir haben unsere Einnahmen aus der Feldarbeit erwirtschaftet. Und mittlerweile habe ich die WLAN-Verbindung verloren. Mann, das darf doch nicht wahr sein. So, und
Wir haben uns hier diesen schönen Fendt gegönnt. Und jetzt bleibt abzuwarten, wie es dann eben mit den nächsten 2 Monaten mit der Feldarbeit aussieht. Also die Option ist, wie gesagt, die Kartoffelernte, vielleicht dann im September. Eine ganz spannende Geschichte. Das wird, wie gesagt, eine längere Sache, aber sollte uns kräftig auch Geld in die Kasse spülen. Okay, Freunde, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und ich bedanke mich auch sehr für die Unterstützung, die ich hier die letzten Wochen von euch erfahren habe. Freut mich sehr und bedanke mich auch nochmal recht herzlich da an dieser Stelle. Ich, der Baden-Farmer, würde mich freuen, wenn ihr auch in den nächsten Folgen wieder einschaltet und bis dahin sage ich wie immer Tschüss, Ciao, Cheerio.